Kennen Sie diese verrückte Erfahrung? Sie machen etwas immer und immer wieder und vor allem immer gleich. Routine. Das habe ich schon gestern so gemacht und das werde ich voraussichtlich auch morgen wieder so machen. Doch dann passiert irgendetwas und die gleiche Handlung, die einem unendlich vertraut ist, verändert sich, ist irgendwie ganz anders. Offenbart ungeahnte Möglichkeiten. Ich erzähle Ihnen dazu mal eine Geschichte. Petrus, ein erfahrener Fischer, versucht die ganze Nacht vergeblich etwas zu fangen. Nichts. Die Netze bleiben leer und die Stimmung in der Mannschaft ist auf dem Tiefpunkt. Als Petrus mit seinen Freunden frustriert zurück ans Ufer kommt, steht da Jesus. Die Seeleute haben zwar schon gehört, dass er auferstanden ist, aber sie erkennen ihn nicht. Lässig sagt Jesus, gibt's hier was zu essen? Nee, antworten die Fischer leicht genervt. Und da bekommen sie eine völlig unerwartete Reaktion. Ach, dann fahrt doch einfach nochmal raus. Wie bitte? Jeder Fischer weiß, dass morgens die schlechteste Zeit zum Fischen ist. Da beißt ohnehin nichts. Da verstecken sich die Fische tief unten. Außerdem sind die Jungs total übermüdet und gereizt. Wir haben schon unter guten Bedingungen nichts gefangen. Und dieser Typ da will, dass wir, die Experten, noch mal rausfahren. Mann! Ich meine, was hätten Sie denn gemacht? Wären Sie noch mal rausgefahren? Also, ich nicht. Petrus macht's. Gegen seine Erfahrung und trotz seiner Enttäuschung. Offensichtlich kann Jesus richtig gut motivieren. Und das Unglaubliche passiert. Die Netze der Männer sind nach kurzer Zeit so voller Fische, dass sie zu reißen drohen. Ein riesiger Fang! Damit hat keiner gerechnet. Und dann kapiert einer der Männer, was hier eigentlich geschieht. Wenn Unmögliches wahr wird, dann ist Gott im Spiel. Der Fremde am Strand, das muss Jesus sein. Und genau das fasziniert mich. Petrus begegnet an diesem Morgen Jesus und fährt noch einmal raus. Er macht also das, was er die ganze Nacht, was er schon so viele Jahre in seinem Leben gemacht hat. Aber sein Tun bekommt eine neue Dimension, denn jetzt ist er im Auftrag des Herrn unterwegs. Ich behaupte, wer in Kontakt mit Jesus kommt, der muss nicht sein ganzes Leben über den Haufen werfen, aber er wird entdecken, dass selbst die alltäglichsten Dinge in einem anderen Licht erscheinen, dass Altvertrautes auf einmal eingebunden ist in die Wirklichkeit Gottes. Ich liebe diese Geschichte, weil ich die geschilderte Erfahrung kenne. Manche frustrierende Erfahrung wird plötzlich zu einem bereichernden Erlebnis, weil die Präsenz Jesu in meinem Leben meine Einstellung verändert hat. Ich mache die gleichen Handgriffe und ich mache sie doch anders. Ich lebe äußerlich fast wie vorher und bin doch eine andere geworden. Vielleicht ist das ja ein Hauch von Auferstehung, den man am eigenen Leib erfährt. Weitere Folgen des Bibel-Videoblogs finden Sie im Videoportal der Deutschen Bibelgesellschaft unter www.bibelvideos.de.